Wissen Sie, auf diesem Festival, da kommen Leute zusammen, die sonst niemals im Leben zusammenkommen werden. Das heißt Gemeinschaft, Liebe, jedes Jahr Freiheit, alles Wetter, wird hier geteilt. Das Bier ist immer gut. Hurricane! Die Menschen, die Leute, alles zusammen, die Atmosphäre, einfach die Musik. Wir sind der Ring! Wir sind der Ring! Wir sind der einfach Ring! Alles gehört jedem, es ist einfach schön hier. Headliner, der Festival-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Heute wollen wir mit euch über Rock am Ring reden und haben da eine Menge News und Updates für euch. Genau, es hat sich nämlich einiges getan. Es gab neue Bands, es gab die Tagesaufteilung und es gab, fast schon das spektakulärste, Tageskarten. Genau, eine ganz neue Neuerung. Neuer geht's quasi gar nicht. Und wir wollen heute euch einen kleinen Rundumblick geben, was so alles passiert ist und was es vor allem für uns als Festivalbesucher bedeutet. Genau, weil da kann man eigentlich relativ viel drüber diskutieren, weil Tageskarten bei Rock am Ring ist eigentlich eine Seltenheit. Also letztes Mal gab es das so richtig 2004. Genau, und einmal, ich meine, es wäre auch vor wenigen Jahren 2013 gewesen. 14 oder 14. Oder so. Also es ist auch erst wenige Jahre her, da wurde kurz vor dem Festival noch ein kleines Kontingent irgendwie quasi freigegeben. Mhm. Aber dass wirklich so früh wie jetzt Tageskarten freigegeben wurden, das ist über 14 Jahre her ungefähr. Jo. Also ist das tatsächlich eine Seltenheit. Und bei Rock ein paar kennt man das ja. Genau, das ist ja eine Tagesordnung üblich. Genau. Aber man muss ja auch sagen, Rock am Park ist ja quasi ein städtisches Festival im Sinne von, es ist mitten in der Stadt und Rock am Ring ist ja doch sehr weit außerhalb. Deswegen sich es da auch einfach im Park mehr angeboten hat. Deswegen eine Besonderheit, deswegen ist die Frage, wo kommt das her, warum ist das so, wo führt das hin? Wir geben euch alle Antworten. Wir versuchen es. Genau. Nee, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollen wir vielleicht erstmal ein kurzes Update geben, was sich denn an der Bandfront so getan hat. Genau, das können wir kurz machen. Geht wahrscheinlich recht schnell, weil die Bandwelt ist schon ein bisschen was her und das meiste davon werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, euch informiert haben und wir wollen das natürlich trotzdem nicht irgendwie unter den Teppich kehren und da kurz einmal drüber quatschen. Genau, es sind auch nur relativ wenige Namen. Wir sprechen kurz drüber. Die meisten befinden sich auch eher in den unteren Regionen des Line-Ups. Deswegen jetzt nicht unbedingt uninteressant, aber vielleicht jetzt, da wir auch mit der Folge zur Welle relativ spät dran sind, muss man das auch nicht sonderlich breit reden. Genau. Dann fangen wir mal oben an. Als größten Act der Welle haben wir da nämlich die Band All J. Ja, eine Band, die eigentlich Live Nation hat sich angekündigt als die Indie-Rock-Heroen, wenn ich mich nicht irre. In üblicher Manier. Genau, in üblicher Manier der Superlative. Was man auch sagen kann, das ist eine relativ große Indie-Band eigentlich. Es sind jetzt nicht die Arctic Monkeys, aber man kennt sie. Genau, sonst eigentlich eher eine übliche Hurricane-Bestätigung, ja, also da auch schon öfter definitiv gewesen. Irgendwie hätte ich jetzt so auch gar nicht beim Ring gesehen. Sie waren halt letztes Jahr beim Hurricane, das heißt da schon mal relativ sicher ausgeschlossen. Ja, und dann hat Rock am Ring das nochmal ganz am Ende, nicht ganz am Ende, aber relativ am Schluss nochmal rausgehauen. Ich glaube, für viele eine kleine Überraschung gewesen. Ja, also für mich auch. Ich hätte sie eher jetzt irgendwie erwartet, dass sie, irgendein anderes FKP-Festival oder vielleicht einfach auch kein großes deutsches Festival machen, weil ich glaube, es ist jetzt nicht so ein Name, der hier immer kursiert. Ja. Vielleicht wäre das auch sowas fürs Maifeld-Derby gewesen. Ich weiß nicht, ob sie ja letztes Jahr gewesen sind. Haben auf jeden Fall letztes Jahr auch ein Album rausgebracht, deswegen waren sie bestimmt unterwegs. Aber auf jeden Fall überraschend, definitiv. Auf jeden Fall. Muss man auch mal sehen, wie sich das einfügt im Line-Up. Mhm. Aber darauf kommen wir noch hin. Genau, dann haben wir als nächstes, würde ich sagen, eher eine klassischere Ringband. Ja, das war keine Überraschung, finde ich. Nö, genau. Bad Religion, auch kein kleiner Name. Eine Band, die es auch schon seit langer, langer Zeit gibt. Und das sieht man nämlich jetzt auch in diesem akuten Fall. Denn sie haben ihr 30-jähriges Jubiläum. Das Jubiläum. Jubiläum. Die lubeln den ganzen Tag. Jubiläum von ihrer Platte Suffer. Und genau die werden sie dann am Ring in vollständiger Länge präsentieren. Ich habe das Gefühl, dieses Album in voller Länge spielen ist so ein Tourphänomen, was sich so in den letzten Jahren jetzt aufgetan hat, oder? Gab es das früher schon? Vielleicht haben wir es nicht mitbekommen, aber ich habe auch das Gefühl, das ist mehr so ein Ding der letzten Jahre. Aber große Alben hatten früher einfach auch keine Jubiläen wahrscheinlich. Aber ich glaube, aber gerade wenn so große Alben Jubiläen haben, werden die gerne mal von Bands in ihrer Gänze durchgespielt. Ja. Was ich aber schön finde. Ja, da meistens die Alben, wo so der Durchbruch mit geschehen ist, so das erste große Major-Album ist es da meistens irgendwie, habe ich das Gefühl.
das Album, wo dann viele Leute die Band da, dadurch... The Breakthrough. Genau, das wollte ich sagen, danke. Wie bei The Block Party zum Beispiel. Oder Gaslight Anthem machen es gerade auch. Genau. Oder The Used. Man kann so weitermachen. Ja, genau. Deswegen. Aber finde ich eigentlich eine ganz nette Sache. Ist jetzt nicht mein Ding, aber so als Fan, also wir sind zum Beispiel auch bei The Gaslight Anthem in Köln bei der 59 Sound Albumshow. Und ja, finde ich immer schön, wenn so Bands machen. Gerade wenn man auch, glaube ich, viele Songs hört. Ich meine, jedes Album hat Songs, die einfach nie live gespielt werden, weil sie einfach nicht reingepasst haben in die Setlist. Mhm. Wenn man da wirklich mal alles hört, ist immer ganz cool. Wobei ich das Gefühl habe, dass diese, also du hast schon recht, dass diese Art von Tour quasi, glaube ich, jetzt gerade irgendwie so modern ist, aber nicht auf Festivals irgendwie. Also ich glaube, das sind am meisten Solo-Shows auf Festivals, glaube ich, beschränken sich die Künstler dann doch eher darauf, halt allgemein ihre Hits zu spielen, jetzt nicht nur von einem Album. Mhm. Also ich meine, sowas hätten Linkin Park auch schon mal auf dem Festival gemacht. Mhm. Aber, ja, das kann sein. Ja, aber das stimmt, das ist so, der Shit ist, das kann man nicht behaupten. Ja. Aber an sich, wenn das Album ein Album ist, was die Masse kennt. Ich glaube, wenn Gaslight Anthem mit 59 Sound auf Festivaltour gegangen wären, hätte das auch definitiv funktioniert. Oder Block Party mit Silent Alarm. Ja, das kann gut sein. Kann man natürlich auch nicht jede Band mit jedem Album machen. Ja, muss man natürlich immer das krasseste Album in Anführungszeichen nehmen irgendwie. Ja, aber weiter geht's. Genau, dann haben wir als nächstes 69. Ein Rapper. Aber es heißt, okay. Rock am Ring. Hallo, hier sind wir einmal aus der Zukunft. Wir haben gerade gemerkt, dass wir einen kleinen Fehler gemacht haben. Der sympathische junge Mann heißt natürlich nicht 69, sondern 69. Viel Spaß noch. Ein Rapper. Aber es heißt, okay. Rock am Ring. Genau, über den wollten wir kurz reden, aus vielleicht nicht ganz so nicht ganz so erfreulichen Gründen. Genau, das ist ein Rapper aus Amerika und da ist man sich vielleicht eventuell noch gar nicht so sicher, ob das überhaupt alles so richtig klappen könnte, weil der nämlich gerade vor einem Gerichtsprozess steht. Und zwar ist wohl vor ein paar Jahren da ein Vorfall passiert, dass er mit einem Kumpel irgendwie... Oh Gott, wie schreibe ich das? Also der gute Mann hat wohl ein Sextape gedreht, in dem eine, also ist der Vorwurf, in dem eine 13-Jährige involviert ist. Und er also war auch anwesend. Mhm. War auch schon vorher. Ich glaube, er hat nicht selber aktiv interagiert, aber er hat wohl auch mal mit der Hand zugelangt. Hat wohl auch schon zugegeben, dass er dieses Video dann auch auf Social Media irgendwie verbreitet hat. Genau, und hat das Video halt auch mit verbreitet. Das heißt, der Vorwurf ist eigentlich, ja, Child Pornography. Genau, und ja. Nicht cool? Ja. Können wir so festhalten. Also ja, ich weiß nicht. Ich finde es seltsam, dass man jemand, der in so einem Prozess involviert ist und auch quasi per Video... Per Videobeweis überführt worden ist, schon mehr oder weniger, auch wenn er nicht verurteilt ist, finde, also hätte ich nicht auf mein Festival gebucht. Nee, das ist schon recht kontrovers irgendwie. Es ist halt irgendwie, also insofern nicht kontrovers, dass dieser Rapper in Deutschland halt noch relativ unbekannt ist, aber in Amerika ist das gar nicht so ein kleines Ding wie hier. Und muss man sich dann halt fragen, inwiefern sowas nötig ist, so jemanden dann zu buchen. Ja, also ich denke, an sich muss man gucken, man ist so lange unschuldig, bis man halt das Gegenteil bewiesen hat. Aber es ist jetzt ja schon so, dass die Fakten klar gegen ihn sprechen. Ja, also... Und also wenn da natürlich jetzt freigesprochen wird, ich bin doch extra jetzt nicht komplett im Fall drin. Ich habe das auch nur gelesen alles, um mich informiert, um was dazu sagen zu können. Aber ja, also musikalisch gesehen hat es mir auch nicht gefallen. Aber... ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es seltsam. Ich finde, so jemand muss da einfach nicht gebucht werden. Niemand wäre auf die Idee gekommen, Brand New zu buchen, kurz nachdem die Vorwürfe da aufgekommen sind, auch wenn da noch nichts durch ist. Aber das ist einfach irgendwie... Ja. Es ist halt auch irgendwie niemand, den das Festival an sich braucht, um irgendjemanden zu ziehen oder so. Deswegen ist es halt... Also nicht, dass es dann gerechtfertigt wäre, aber so ist es halt von Veranstalterseite aus irgendwie noch unnötiger. Wo ich mich dann auch frage, wirklich... Wahrscheinlich haben die es nicht mal mitbekommen. Also das kann ich mir wirklich vorstellen. Das ist halt wirklich so eine Aktion, dass so halt Plattenfirmen vermitteln, irgendwelche Künstler werden dann halt genommen und dann, ja. Gut. Wollten wir nur mal kurz erwähnen. Ja. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht, ob er denn auftritt tatsächlich oder nicht. Wenn er auftritt, wird das, glaube ich, eine frühe Nummer auch. Und ja, ist, glaube ich, auch nichts, was jetzt eine großartige Zielgruppe auf diesem Festival hat. Aber man sollte es zumindest wissen. Genau.
ganz anders als die Antilopengang, denn die hat, glaube ich, schon eine relativ große Zielgruppe auf diesem Festival, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube auch. Das ist auch eine Buchung, die sind ja immer überall da irgendwie. Mhm, ja. Ja. Schlagen halt auch in diese moderne Hip-Hop-Kerbe irgendwie, die gerade so in ist. Das wird funktionieren. Ich glaube auch, dass sie also jetzt nicht den krassesten Slot bekommen, aber das ist einfach so eine Band, die habe ich auch das Gefühl, niemand findet die so richtig, also finden auch einige die kacke, aber ich glaube, wenn man jetzt generell im Hip-Hop-Bereich unterwegs ist, ist das eine Band, die man tendenziell auch nicht schlecht findet so, und da werden sich auf jeden Fall einige hin verirren. Genau, passen auch gut zu einem bestimmten Tag, ja. Aber da kommen wir später nochmal drauf zu. Genau, zum Thema Tageseinteilung und wie das sich gestalten könnte vom Timetable, das haben wir nochmal hinten auf die Agenda gesetzt. Genau. Dann haben wir noch die Band Paris dabei. Genau, eine im weitesten Sinne Alternative Rockband, würde ich sagen. Ja. Mit Frontfrau. Mit Frontfrau, die jetzt ihr, auch schon wieder 2 Jahre her wahrscheinlich bald, das zweite Album veröffentlicht haben. Das weiß ich nicht genau. Ziemlich sicher. Also sie haben auf jeden Fall 2 Alben draußen. Beide sehr hörbar, muss man sagen. Mhm. Gefallen mir gut. Schlägt ein bisschen einfach so in diese alte Emo-Rock-Schiene auch, finde ich. Also es klingt jetzt nicht krass Emo, aber wenn man das so ein bisschen in den Kontext setzt, dann ist das Erste, woran ich denke eigentlich. So Paramore oder so. Genau, zum Beispiel. Und ja, wir haben eine sehr schlechte Live-Erfahrung mit denen mal gemacht. Sollen wir da das noch erzählen? Ja, also es könnte eventuell bald eine Podcast-Folge geben zum Thema unserer Konzert-Experiences, die wir so gemacht haben. Stimmt. Ja, aber da kommen wir noch wahrscheinlich nochmal auf den Gig zu sprechen. Ja, aber das ist ja auch kein Grund, das jetzt komplett außen herum. Also es ist auf jeden Fall vorgefallen, dass die Hälfte der Band die Bühne nach 4 Songs, glaube ich, verlassen weniger, hat. Weniger, glaube ich, noch. Und dass das Set mit nur 2 Leuten zu Ende gespielt wurde. Und das war ganz komisch. Also es war super komisch. Ja. Die offizielle Begründung war Krankheit. Aber der Sängerin, die auf der Bühne geblieben ist. Und also wir sind uns da relativ sicher, dass da irgendwas anderes passiert ist, weil die Gesichter sprechen ja manchmal Bände. Genau. Und auch weitere Reaktionen, die darauf folgten, waren sehr suspekt. Mhm. Und man hat sich als Zuschauer gefragt, was passiert hier gerade und warum? Mhm. Also bis heute, da gab es auch keine Erklärung hinterher. Und ich bin jetzt eigentlich nicht so der typische Wutbürger, aber ich habe hinterher eine E-Mail an die Location, also das war im Atelier in Luxemburg, in Luxemburg-Stadt. Ja, ich hatte damals den Veranstalter auch kontaktiert und so gefragt, was denn da los gewesen wäre, weil alles eben so komisch war. Also es hieß eben, sie ist krank und auf einmal gehen 2 Leute runter und sie spielen die Show trotzdem weiter, aber haben dann improvisierte Akustiksongs gemacht. Obwohl die Sängerin ja angeblich so schlimme Stimmprobleme hätte, die du auch überhaupt nicht gehört hast. Ja, und also du hast auch an ihrer Stimmung gemerkt, dass da noch irgendwas anderes. Also die Stimmung war nicht down, weil sie halt krank war oder weil es ihr schlecht ging, sondern weil, also ich hatte das Gefühl, sie war dauerhaft wütend irgendwie und angepisst. Und ja. Ja, und die Reaktion war hinterher, die dann vom Veranstalter zurückkam, war auch war einfach nur ja. Was da passiert ist, können wir uns auch nicht richtig erklären. Wir haben, glaube ich, einen schlechten Tag erwischt. Wir haben auch keine Erklärungen bekommen. So richtig und aber lassen wir uns davon auch diese Band nicht ruinieren. So ungefähr. Ja, und ich glaube, da würde ich mich einfach mal anschließen. Also ich fand das extrem schade, wie das gelaufen ist. Und auch ein bisschen unprofessionell, ohne dass wir jetzt genau wissen, was passiert ist, aber das war halt einfach der Eindruck, den sie vermittelt haben. Also wenn wirklich jemand krank ist oder so, bin ich die Letzte, die sagt, das geht jetzt irgendwie nicht, dass da halt jemand von der Bühne geht. Aber es hat sich alles widersprochen, was sie gesagt haben und getan haben. Aber da können wir dann vielleicht nochmal bei besagter Folge nochmal näher drauf eingehen. Genau, aber ich hätte mich sehr darauf gefreut und ich glaube auch, dass wenn sie eine volle Show spielen, dass es eine coole Liveband ist. Auf jeden Fall, ja. Also es ist und die Musik ist auch auf jeden Fall gut. Also wer sich im weitesten Sinne für Alternative Rock interessiert und wer auch in den vor 10 Jahren so den Seitenscheitel getragen hat, ein kleiner Emo-Boy war oder Emo-Girl, der sollte sich auf jeden Fall mal anhören. Auf jeden Fall, ja. Ja, ist schon eine gute Musik eigentlich. Ja, und dann als Nächstes haben wir eine deutsche Band, die nicht klingt wie eine deutsche Band. Ich glaube, diese Einleitung habe ich genau so schon mal gesagt. Ja, das ist nicht das erste Mal Thema. Genau, nämlich die Giant Rooks. Die haben wir schon mal gesehen auf dem Kosmonaut Festival. Mhm. Und ist sowas, was man sich gut und gerne anhören kann. Voll, also die haben, glaube ich, da eine halbe Stunde oder so nur gespielt. Mhm. Und auch super früh. Ich weiß gar nicht, ob wir da zufällig reingeraten sind, ob wir vorher wussten, dass wir die gucken wollen. Wir hatten, glaube ich, so ein halbes Set Zeit und dachten uns, weil da die Wege so kurz sind, gehen wir mal hin, weil, ne, kostet ja nichts. Ja, was haben wir denn damals? Also es klingt ein bisschen nach Mumford & Sons und noch irgendwas. Was ist ja in die Richtung. Also es hat so einen schönen folkrockigen Einschlag einfach. Ja, ja. Vielleicht auch James Bay so ein bisschen im weitesten Sinne.
Das alte. Zeugs. Das alte, genau. Also die kann man sich sehr gut anhören. Ich vermute auch, dass sie sehr früh spielen werden. Wenn ich mich nicht irre, haben sie auch noch kein Album gemacht, aber vielleicht kommt das jetzt auch. Und es ist auf jeden Fall so ein kleiner Geheimtipp vielleicht für Leute, die sich gerne schon frühmittags was angucken. Ja, was Gemütliches. Genau, und die halt im weitesten Sinne so die Folk-Rock-Richtung mögen, würde ich dann auf jeden Fall empfehlen. Habe ich ein Auge drauf, was da draus wird. Genau. Ja, und dann haben wir noch ein paar andere Bands dabei. Die würden wir jetzt einfach mal der Einfachheit halber vortragen, einfach nur. Bitten. Genau. Und zwar wären das einmal C6 Steve, Nothing More, Andrew WK, Manta, Don Bronco, Thy Art is Murder, The Night Game und Scarlord. Genau. Und damit wäre die Welle auch komplett. 14 Bands waren es insgesamt, also eine relativ kleine Welle. Aber ist man ja so gegen Ende der Bestätigungssaison soweit gewöhnt. Genau, noch ein paar Perlen vielleicht für den einen oder anderen dabei gewesen. Ja, definitiv. Also ich glaube, All J ist halt für Leute, die gerne Indie-Rock mögen, eine freudige Überraschung gewesen. Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, mit Bad Religion machst du halt am Ring generell nichts falsch. Nee, auf keinen Fall. Und der Rest ist vielleicht ein bisschen nischiger gewesen, aber das wird sich jemand finden. Nee, also ich finde, es ist halt eine kleine schnucklige Welle gewesen, die jetzt, wenn ich jetzt hinfahren würde, jetzt für mich zwei, drei Namen gehabt hätte, auf die ich Bock hätte. Und da ist halt auch ein bisschen Filmmaterial dabei, das kann man jetzt auch nicht anders sagen. Aber wie gesagt, ich meine, Rock am Ring ist halt auch in 200 Monaten. Ja. Da kommt nicht mehr viel. Da hast du recht. Wie man auch an der Tagesanteilung sieht. Genau. Denn die Tagesanteilung kommt ja immer, so ungefähr zwei Monate, drei Monate vorm Festival. Und die wurde jetzt auch gedroppt. Genau, und aus der Tagesanteilung ergeben sich natürlich auch einige Spekulationen und einiges an Halbwissen, was man denn zu diesem möglichen Timetable sagen könnte, genau, der denn da noch bald kommen sollte. Nicht bald, aber kurz vorm Festival. Und genau, da wollen wir erstmal vielleicht einfach über die Einteilung der Bands reden und über Timetable-Spekulationen und dann erzählen wir euch später nämlich noch was zu den berühmt-berüchtigten Tagestickets, die dann da aufgetaucht sind. Genau, da schauen wir doch einfach mal direkt in den Freitag rein, der da nämlich angeführt wird vom Headliner 30 Seconds to Mars. Für viele wahrscheinlich der schwächste Headliner. Ja. Genau, was wir noch sagen müssen, wir reden jetzt von Rock am Ring. Ach so, genau, stimmt, ganz wichtig. Das ist vielleicht noch die Tageseinteilung ist bei uns immer Rock am Ring. Genau. Ein paar könnt ihr euch dann online anschauen. Die Tage an sich sind die gleichen, halt nur anders aufgeteilt. Genau, also an sich die Reihenfolge und so, wenn wir jetzt auch von den Reihenfolgenspekulationen anfangen, die unterscheidet sich in der Regel minimal. Aber genau, ich gehe eigentlich nicht davon aus. Ja, genau. Also der Freitag, von dem wir jetzt am Ring reden, ist im Park der Samstag. Genau. Genau. Das heißt, ja, 30 Seconds to Mars haben wir ganz oben. Darunter haben wir Casper, Marilyn Manson, Stone Sour, A Perfect Circle und den größten Act aus der aktuellen Welle, noch All J, da jetzt mal beispielsweise genannt. Und ja, also für mich ist das ein Tag, wo nicht viel passiert insgesamt. Ich finde, das ist ein Tag für mich, also für mich persönlich, der jetzt gar nicht irgendwie schlecht ist oder so, wenn ich mir das jetzt so anschaue, weil ich halt zum Beispiel sowohl mit Casper als auch mit Marilyn Manson was anfangen könnte, wo vielleicht es einige Leute gibt, die jeweils nur mit einer Sache davon was anfangen könnten. Deswegen bin ich da so in den oberen Reihen voll in Ordnung damit. Und bei 30 Seconds to Mars würde ich mir auch angucken, ist jetzt mittlerweile nicht mehr meine Lieblingsband und gibt auch einige Sachen, die mich an dieser Band stören, aber angucken würde ich sie mir dann halt trotzdem, muss ich zugeben. Und insofern ist es für mich jetzt kein furchtbarer Tag, aber ist jetzt auch nicht so ein Tag, wo ich sage, oh, da muss ich jetzt unbedingt hin. Ja, also wir haben jetzt hier nebenher auch einen Clash-Finder auf. Den verlinken wir euch auch auf jeden Fall in der Infobox. Der stammt aus dem Ringdocker-Forum von einem, der qualifizierte Beiträge leistet. Und eine Person, die tatsächlich auch bei unserem Podcast schon ein paar Mal kommentiert hat. Also, falls du das hörst, liebe Grüße an dich. Genau, dankeschön. Und wir sind jetzt mal so frei und verlinken diesen Clash-Finder, weil wir ihn auch sehr gut finden und es für sehr realistisch halten. Genau. Es geht um Yes, das Tier heißt der User, falls mir auf Ringo jemand eine DM schicken möchte.
Ja, genau, der hat einen Glashferner gemacht, den ihr jetzt unten findet. Könnt ihr auch gerne angucken. Ich denke mal, der sieht sehr realistisch aus. Wir fangen jetzt nicht an, den von vorne bis hinten durchzusprechen. Ich denke mal, wir werden eine Timetable-Folge machen bei Gelegenheit. Mal gucken, wie ähnlich das dann sein wird. Aber ja, wenn ich da drauf gucke, hätte ich jetzt wenig viel zu tun, bis halt der Abend losgeht tatsächlich. So war das jetzt auch gerade bei mir gemeint. Das stimmt, dass natürlich da gar nicht so viel los ist. Mhm. Aber es ist davon auszugehen, und ich denke mal, das wird auch so passieren, dass wir auf der Center Stage mit All J, Casper und 30 Seconds to Mars die Abschlussreihe haben werden und dass auf der Krater Stage, beziehungsweise ehemaligen Alterna Stage, was ja heute dritte Bühne ist, aber auf der zweiten Bühne einen wesentlich rockigeren Tag haben mit Enter Shikari, Hollywood Undead, Perfect Circle, Stone Sour und Marilyn Manson Late Night mäßig unterwegs. Was mir dabei auffällt, ist, dass ich irgendwie im Voraus, bevor ich die Tageseinteilung gesehen habe, immer davon ausgegangen wäre, ich persönlich, dass Casper den Kraterhead macht. Ja, weil das irgendwie stimmt. Beim Ring sich so ein bisschen eingebürgert hat, ist mein Gefühl, dass irgendwie ein deutscher Act irgendwann halt den Kraterhead macht. Nateria und Casper haben das auf jeden Fall beide auch schon mal gemacht. Genau, und wenn ich das jetzt so sehe mit der Aufteilung, ist mir das klar, dass es halt in diesem Fall überhaupt nicht auf die Kraterstage passte, weil da halt eher härtere, rockigere Sachen sind. Da wird Casper halt überhaupt nicht hinpassen. Und wenn man bedenkt, dass Casper und 30 Seconds to Mars mehr so das Mainstream-Publikum ziehen, dann passen sie in der Hinsicht natürlich auch zusammen. Ist für mich jetzt aber irgendwie kein... Also für mich persönlich ist es eine gute Reihe, weil ich beide gucken wollen würde, aber ist für mich keine kohärente Reihe an sich. Nee, ich denke mal, das ist auch echt Terminsachen geschuldet, dass das diese Kombination vorhanden ist. Mir fällt gerade auf, ich habe eben gerade behauptet, Antilopengang wird relativ früh spielen. Laut diesem Clash von der werden Antilopengang natürlich erst um 23 Uhr auf der dritten Bühne. Das ist halt dann natürlich die Frage, wo man die hinsetzt, ne? Ja, also auf der dritten Bühne ist da so voll der Hip-Hop- und Trap-Tag. Ja. Da wäre ich halt auch noch irgendwie vorsichtig, das würde ich vielleicht eventuell kritisieren, aber ist jetzt auch nur so Spekulatius, dass man hier zum Beispiel Bowser vor die Antilopengang setzt und andersrum. UFO, also vor im Sinne von größer, also später. Ja, hat natürlich den Oberhit gelandet, das stimmt schon, aber... keine Ahnung, Crow war auch mal am Ring und hat um 16 Uhr oder so auf der zweiten Bühne gespielt und da war Easy schon draußen. Ja, das ist halt die Frage, ob man ihn da zwischen Jonathan Davis und Baby Metal packen könnte, wahrscheinlich. Nee, ich meine jetzt nicht auf der anderen Bühne, einfach nur früher. Ach so, ja gut, auf der gleichen Bühne, weil die Bühne finde ich schon ganz gut, weil also es passt schon irgendwie, außer der Anfang mit Giant Rooks und Maybe Phoenix. Maybe Phoenix, auch eine Künstlerin, die man empfehlen kann an der Stelle. Oh. Ja, auf jeden Fall, also gut. Aber das ist jetzt ja wahrscheinlich auch alles erstmal so geschätzt. Aber ich glaube, auf jeden Fall die Einteilung der Bühnen sieht für mich sehr gut aus. Ja, genau. Ich glaube, es ist auf jeden Fall einer von den Tageskarten-Tagen. Der ist auch 5 Euro billiger als die anderen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm, ich glaube auch. Und ich gehe davon aus, wir werden es nie erfahren, aber das ist der sein wird, der sich auch am schlechtesten verkauft, einfach weil die Headzeile. Es ist kein Muse und kein Foo Fighters dabei. Ja. Punkt eigentlich. Ja. Ich habe 30 Seconds to Mars 10, da finde ich gut genug, mal abgesehen davon, dass sie auch die Köln-Show spielen, kurz danach oder kurz davor, die jetzt ja verschoben worden ist. Mhm. Bei denen definitiv spannend. Neues Album America erscheint Anfang April. Ich glaube, von alten Fans wird es gehasst werden. Bin sehr gespannt, wie das ankommen wird alles. Und sind auch gerade mit der Bühne unterwegs. Wer will, kann jetzt mal einfach mal YouTube, einfach 30 Seconds to Mars Monolith, also Monolith-Tour auf Englisch. Ganz verrückte Bühne, die ich auf den ersten Blick ganz cool fand. Auf den zweiten Blick ist es aber total dumm, weil teilweise LED-Wände die Sicht runterfahren und aber halt den Leuten an der Seite die Sicht versperren, was also komplett bescheuert ist. Aktuell auch nur zu zweit unterwegs. Ja, bin auch gespannt, ob sich das auflöst, weil der Gitarrist ist aktuell gerade nicht dabei. Haben auch keinen Live-Ersatzgitarrist, also schon jemand, der das live macht, aber der steht nicht auf der Bühne, sondern sitzt in der Ecke und macht das für sich. Also es gibt absurde Videos. Also ich finde das wirklich absurd, was die da gerade machen. Und ja, ich bin sehr gespannt, weil die Bühne, die sie da haben, die kannst du nicht auf eine Festivalbühne stellen. Also es geht einfach nicht. Wir haben auch eine riesige Leinwand im Hintergrund und die Bühne ragt halt auch ins Publikum rein. Steht da quasi so ein bisschen wie eine Insel. Genau, und ich glaube, sie würde in der Halle quasi vor der eigentlichen Bühne stehen, die Halle eigentlich hat. Und also ich bin sehr gespannt, wie das gemacht wird. Ob sie überhaupt mitnehmen, ob sie da was anderes haben. Ja. Ja, mal gucken. Ist für mich ein riesen Fragezeichen. Also wenn das läuft und wir wissen nicht, ob wir da sein werden beim Ring generell, kann mir vorstellen, dass wir sie tatsächlich sehen würden, wenn wir da sind.
wenn wir nicht sind und das im Fernsehen läuft, würde ich mir auf jeden Fall First Things to Mars einfach angucken, um zu sehen, was passiert. Ja. Wie viele Leute sind da? Wie ist die Stimmung? Was macht Jared wieder? Ist Jesus auferstanden? Ist Jesus auferstanden auf der Bühne von Rock am Ring? In Form eines egozentrischen Musikerschauspielers. Naja. Aber ich glaube auch, wie du schon meintest, dass an dem Tag nicht so viele Tageskarten verkauft werden. Und ein paar werden es schon sein, weil es zum Beispiel bei Marilyn Manson Hardcore-Fans gibt, die einfach alles mitnehmen. So, Casper ist zu oft unterwegs, als dass nur Leute deshalb dahin fahren würden. 30 Saints to Mars wird es eine Handvoll an Hardcore-Leuten geben, die das vielleicht machen. Perfect Circle ist vielleicht noch so ein Highlight. Baby Metal vielleicht auch für viele. Würde ich das nicht unterschätzen. Also ich glaube, an dem Tag kaufen mehr Leute wegen der Krater-Stage eine Tageskarte als wegen der Vulcano-Stage. Ja, würde ich auch so in den Raum stellen, die These. Ja. Gutes Schlusswort. Gut. Wir steppen weiter zum Rock am Ring Samstag beziehungsweise Rock am Park Sonntag. Das ist kein schlechter Tag in meinen Augen, weil wir haben ganz oben Muse. Wir haben Snow Patrol, Avenged Sevenfold, Parkway Drive, Cleo, Bullet for My Valentine und Ketka, um da mal ein paar Namen rauszupicken. Nach chronologischer Reihenfolge laut dem Line-Up-Plakat. Line-Up-mäßig würde sich das wie folgt gestalten. Genau, wir haben auf der Vulcano-Stage... Natürlich weiterhin alles Clashfinder, also wir sind hier... Genau, also ja, also das muss alles nicht Fakt sein, aber ich finde den wirklich gut, deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal so... Übernehmen wir das einfach mal so. Wir haben da einen relativ gemischten Tag auf der Vulcano-Stage. Also auf der Center-Stage quasi. Genau. Ich sage gerade auch nur diese Stage-Namen, diese speziellen, weil ich sie gerade vor mir sehe. Ansonsten kann ich die mir 0,0 merken und bin immer noch bei Center, Alternate, Club-Stage. Also wenn ich demnächst wieder springe, dann wundert euch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Mit den anderen Namen wahrscheinlich eher als mit Vulcano-Stage. Auf jeden Fall die größte. Genau. Da haben wir dann natürlich Muse ganz oben und davor Snow Patrol. Auch nicht häufig in Deutschland. Wollte ich gerade sagen, genau. Gangschön. Finde ich, passt auch eigentlich relativ gut. Gut, Snow Patrol ist wahrscheinlich ein bisschen so ruhiger und nicht ganz so virtuos wie Muse, aber finde ich, kann man schon gut hintereinander stellen. Genau. Darunter ist, finde ich, dann so ein bisschen vermischt irgendwie. Also, aber wieder auch eher hart so. Ja, aber Best Ditto ist ja nicht hart. Ja gut, aber die spielt ja auch richtig früh. Ah, nee, ich bin auf der zweiten Bühne schon wieder. Ach so, nee, ich bin da drunter im Sinne von vor Snow Patrol. Ach, das genau. Ist schwierig mit dem Himmelsrichtung hier. Also dann mit einem Potpourri von Best Ditto, Ketka, eine deutsche Band und Kaleo gerade so im Kommen, würde ich sagen. Da wäre ich mir jetzt noch nicht so sicher, ob das wirklich so passiert. Aber so Snow Patrol und Muse ergeben für mich schon Sinn. Total, ich finde das auch eine schöne Reihe tatsächlich. Ja. Ich finde jetzt in dem Fall ist Best Ditto ein bisschen zu früh gesetzt. Also ich glaube, die spielt später als 16 Uhr. Wäre jetzt meine verwegene These. Kam auch lang nichts mehr. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, das ist mein Gefühl. Ja. Genau, aber auf der zweiten Bühne, wie du dann schon richtig gesagt hast, haben wir dann die härteren Sachen. Ja. Creator, Bullet for My Valentine, Parkway Drive und Avenged Sevenfold. Da wird geknüppelt. Nee, also wir haben wieder Metal gegen Programm. Ist eigentlich typisch irgendwie, ne? Also voll. Ich habe das Gefühl, das zieht sich auch durch dieses Jahr. Nee, wobei am letzten Tag wurde das gebrochen, aber ja. Aber ich finde den Tag ziemlich stark, muss ich sagen. Also wir haben jetzt mal nur die Spitzenpositionen. Wenn man die Bühnenaufteilung sich so anguckt, wie wir sie jetzt hier spekulieren dürfen. Snow Patrol und Muse, Bullet, Parkway Drive und Avenged Sevenfold. Und auf der dritten Bühne dann noch Bands wie Taking Back Sunday und Alexis on Fire. Finde ich schon jetzt mal ganz nüchtern betrachtet einen relativ starken Tag eigentlich. Mhm. Wenn man halt auch bedenkt, dass Avenged Sevenfold und Bands, die halt überall im europäischen Ausland Headliner sind. Mhm. Also ich habe ja auch echt viel zu gucken. Gerade, also was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben an dem Tag, für uns persönlich, glaube ich, wäre Heiß Kalt noch so ein Highlight, genau, die definitiv. Jetzt hier auch auf die Alterna Stage, auf die dritte Bühne gesetzt wurden, halte ich auch für sehr plausibel. Das wäre auf jeden Fall was, was wir uns noch angucken würden, haben wir schon öfter gesagt, dass wir da große Fans sind. Ja, ich würde unbedingt Kecker nochmal sehen, wenn es die Gelegenheit ergibt und hätte einfach auch generell einfach derbe Bock irgendwie. Auf Snow Patrol. Also ich habe gesehen, dass voll viele haben sich auch darüber gefreut. Und ich war erstmal so, hä, was ist denn jetzt hier Snow Patrol? Muss mir jetzt auch nochmal vergegenwärtigen, was sie überhaupt alles gemacht haben. Das ist mir aufgefallen, dass sie ja schon viele gute Songs hatten. Und ich habe mich dann nochmal ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Und ich finde, das auch irgendwie passt das zu Muse. Also als Vorband passt das irgendwie zu Muse schon. Also ich finde, das ist eine schöne Reihe. Das ist jetzt natürlich Muse passt zu keiner anderen Band.
Aber die davor ist, finde ich, eine ganz coole Kombination eigentlich. Und ich glaube auch, Snow Patrol ist so eine Band, wie man es oft hat, dass man sich so denkt, so, ja, Snow Patrol, was war das denn alles? Und dann guckt man sich an, was spielen die denn? Also, ja klar, die haben so viele krasse Hits gehabt. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe es mir nämlich noch nicht vergegenwärtigt. Und klar, fallen mir jetzt auf dem Schlag halt 2-3 Hits ein, aber da hört es dann halt im Moment so aus dem Kopf bei mir auf. Aber wahrscheinlich, wie du jetzt meintest, ja, wenn ich mal so Spotify durchgucken würde oder so, wäre ich so, okay, ja, krass, ist schon was. Aber es ist halt einfach so eine Band, von der hat man so lange nichts gehört. Die waren auch, glaube ich, echt lange weg. So. Dass man das halt vergisst und dass man, also mir ging es so bei der ersten Bestätigung, war ich so, hä, wo haben sie die denn jetzt ausgegraben? Die haben auch, glaube ich, 100 Jahre keine deutschen Festivals gespielt. Und ich musste voll in diese Bestätigung reinwachsen, irgendwie, um die zu schätzen, weil mir dann erstmal so klar wird, dass das ja nicht so von wegen vergessen, weil sie kacke waren, sondern einfach, weil, was weiß ich, was sie gemacht haben in der Zwischenzeit, irgendwas Legitimes wahrscheinlich und jetzt halt wieder da sind und geil. Ja, also ich fand, ein bisschen, ich auch auffallend, ich habe auch alle Alben, als sie rauskommen, immer gehört. Das war mir gar nicht bewusst. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich aktiv Musik gehört habe. So, ja, also ich finde das ganz cool. Deswegen ist es auch, vielleicht wäre das tatsächlich mein Lieblingstag von dem. Wobei. Nee, meiner nicht. Nee, okay, meiner, ich weiß auch nicht genau. Aber ich finde es ein guter Tag. Also, am besten ist es, glaube ich, echt, wenn man ein bisschen diesen Clash schon mitliest, werden wir ja davon erzählen, wenn man die Möglichkeit hat, den Second Screen zu aktivieren. Ja, das stimmt. Sonst könnte es eventuell ein bisschen durcheinander wirken. Ja, dann tut uns das leid. Aber wir picken jetzt mal die großen Bands raus. Deswegen machen wir, glaube ich, gar nicht mehr so lange davon weiter. Wir gehen direkt zum dritten Tag. Mhm. Sonntag bei Rock am Ring und dementsprechend der letzte verbleibende Tag. Freitag. Bei Rock im Park. Haben wir zwei große Headliner. Genau. Nämlich Foo Fighters und die Gorillas. Genau, das war ja dann die Frage, wie sie das aufteilen werden bei vier Headlinern, was wird da passieren. Foo Fighters und Gorillas teilen sich jetzt einen Tag und es wurde auch schon bestätigt von offizieller Seite, dass die Gorillas die zweite Bühne Headline werden. Das heißt, wir haben den Headliner Foo Fighters und Headliner Gorillas. Und es wurde, glaube ich, auch schon bestätigt, dass die sich nicht überschneiden werden, oder? Ist das so? Enttäusche ich mich gerade. Man weiß es nicht. Sei mal so, ich bin mir nicht sicher. Wäre ein cooler Move auf jeden Fall, wenn man den Timetable macht, dass es sich nicht krass überschneidet, auf jeden Fall. Ja, also es sieht so aus und es ist ja auch meistens so, dass der Krater-Head nach dem Vulkan-Head spielt. Also es wäre eigentlich sinnvoll. Sonntags haben die jetzt ja auch nicht so Probleme wie jetzt das Hurricane, dass sie jetzt nicht mehr so lange spielen dürfen, weil es ja am Arsch der Welt ist. Genau. Auf jeden Fall haben wir dann in der nächsten Reihe noch Acts wie Rise Against, Bilderbuch. Fängt ein kurzes technisches Problem, ja. Ich wiederhole mich. Auf jeden Fall haben wir in der nächsten Reihe noch Acts wie Rise Against, Bilderbuch, die an diesem Tag auch sehr, sehr hoch stehen, wollte ich nochmal erwähnen. Good Charlotte, Trailer Park, Rev Camora, Bad Religion und so geht es da weiter. In den oberen Reihen mehr deutschsprachige Bands als sonst. Tatsächlich, also, ja. Als sonst in diesem Jahr. Ich glaube, genau, hatten wir ja schon in unserem Podcast über den Ring allgemein gesagt, dass sehr wenig deutsche Acts drin sind. Ja, kann man gut oder schlecht finden. Hat seine Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. Genau, dann wie gesagt, Foo Fighters, Headline, die Vulcano Stage, selbsterklärend. Genau. Und als Co-Head wurde dann jetzt hier spekulativ Rise Against davor gesetzt, was ich vollkommen legitim definitiv und super passend halt. Ja. Und dann hätten wir nämlich den Combo Breaker Hip-Hop-Tag auf der zweiten Bühne mit Rev Camora, Trailer Park, okay, ein bisschen aus der Reihe, aber eigentlich auch irgendwie passend, Bilderbuch und den Gorillas auf der zweiten Bühne. Sehe ich voll so kommen. Also tatsächlich auch wieder fast, also nicht 1:1, aber ziemlich 1:1, wie es da steht. Ich glaube, dass sich die zweite Bühne, also gerade so Acts wie Trailer Park, sehr positiv auf diesen Tageskartenverkauf auswirken können. Genauso wie auch Foo Fighters natürlich als Headliner-Act sehr positiv darauf auswirken wird. Und ich glaube also generell Samstag und vielleicht Sonntag sogar ein bisschen mehr werden ziemlich ziehen, was die Tageskarten angeht. Ziemlich im Verhältnis zu Freitag? Zu oder? Freitag, ja. Ja. Ja, also, ja, da bin ich bei dir. Ja, also ich glaube, Bad Religion ist natürlich auch so eine Sache für viele bestimmt. Ja, Foo Fighters ja eh. Man muss ja auch sagen, bei Foo Fighters und Muse und Gorillas sind die Gorillas vielleicht ausgeklammert, aber Foo Fighters und Muse, die Tageskartenpreise von jetzt 99 Euro, das sind ja auch Konzertkartenpreise von denen. Also Foo Fighters spielen jetzt ja in Hamburg auf der Trabrennbahn, manche für 107 Euro. Und dann ganz ehrlich, da schaue ich mir lieber einen Tag Rock am Ring an und nehme noch Rise Against mit, unter anderem. Ja. Oder
für mich eine meiner aktuellen Lieblingsbands, Nothing But Thieves, auch am Start an dem Tag, als nur für eine Band quasi das zu bezahlen. Mhm. So. Das ist natürlich an sich die geschäftlich klügere Lösung sozusagen, weil man noch mehr bekommt. Aber ich glaube halt schon, dass es gerade bei so Bands wie Foo Fighters so sein kann, dass... Die Foo Fighters. Ich hab's heute auch. dass bei denen so sein kann und auch so ist bei vielen Leuten, dass sie sich denken, ich nehme lieber ein eigenes Konzert mit, weil die Stimmung da besser ist, weil die eine andere Setlist haben und ja, weil man da mehr dieses Band-Erlebnis bekommt. Ja, gut, das stimmt. Als wenn man halt auf einem Festival ist, wo man neben ganz vielen Leuten steht, die sich das gerade nur angucken, weil es halt der Headliner ist, aber nicht, weil sie es geil finden. Das gibt's ja auch immer. So, deswegen, also ich glaube schon, dass es mehr zieht im Vergleich zum Freitag, auf jeden Fall. Aber da kommen wir gleich nochmal genau drauf, wenn wir auf die Tageskarten eingehen, glaube ich, dass es nicht wirklich extrem ziehen wird. Ja, das wird eine sehr spannende Frage. Also dieser Clash-Fan ist ja jedem mal ins Herz gelegt. Genau. Wir mit unserer versuchten Expertise glauben, dass es sehr ähnlich ablaufen wird am Ende. Und dass sich da gar nicht mehr so viel... Klar, fehlen noch Bands, die noch bestätigt werden. Aber ich glaube, dass generell nicht mehr viel kommt in den oberen Reihen, deswegen dieser Timetable sehr treffsicher ist. Genau. Da können wir vielleicht noch ganz kurz drauf eingehen, was wir denn glauben, was kommt denn da noch Line-Up-mäßig? Und das ist, glaube ich, nicht mehr viel. Da sind genau, wir uns einig. Das ist die Zusammenfassung. Also, wenn man sich das Plakat anguckt und auch, wo die Acts sich einordnen. Also, wir haben All Jay jetzt relativ weit oben an dem Tag, wohlgemerkt. Und Bad Religion auch in der ersten Reihe, aber auch nur an dem Tag. Aber im Gesamt-Line-Up sind die schon im Mittelfeld. Mhm. Fast schon. Obere Mittelfeld vielleicht. Und die Acts, die danach kommen, da, ja, da sind wir relativ weit unten schon. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, ich meine, in 3 Monaten, nicht mal 3 Monaten, eher 2, ist es soweit. Ich stelle mal die steile These auf, es wird noch eine Bandwelle kommen mit Timetable. Ja. Vielleicht. Und dann ist Feierabend. Ja. Und da wird nichts mehr Großes kommen. Nee. Hat ein paar Lückenfüller, in Anführungszeichen, ohne das Böses zu meinen. Ja, aber die oberen Positionen sind einfach weg. Ja. Also, man kann jetzt darüber diskutieren, aber ganz ehrlich, ich finde jetzt zum Beispiel, also ich glaube zum Beispiel nicht, dass Kaleo auf dem Center bzw. Vulcano Stage spielen wird um 19 Uhr. Nee, das glaube ich auch nicht. Vielleicht rückt da noch irgendwas hin oder vielleicht spielen Ketka einfach auch später. Ja. Also, als ich Ketka auf dem Hurricane gesehen habe, vor 6 Jahren haben die auch relativ spät gespielt. Ist auch 6 Jahre her, aber haben jetzt auch ein neues Album rausgebracht wieder. Ja, mal gucken. Aber ich glaube echt, dass da für die späte Center schon mal gar nichts kommt und auch auf der Krater bzw. auf der zweiten Bühne. Nee. Sehe ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, genau. Aber dann, allgemein Preisthema. Ja, wir haben ja schon mal eine Folge drüber gemacht über Preis- und Buchungspolitik und haben da schon die Frage in den Raum geworfen, was passiert eigentlich, wenn ein Festival die 200-Euro-Marke das erste Mal so richtig krass überschreitet? Und ja, ich behaupte mal, dass die Tatsache, dass wir jetzt Tageskarten haben, ziemlich krass zeigt, was das überhaupt macht. Nämlich, dass die Leute tendenziell sagen, wir gehen jetzt hier in Regionen, die sind mir zu hoch. Genau. Und am Line-Up, glaube ich, liegt das gar nicht mehr so krass, weil das ist rein objektiv gar nicht so schlecht. Vielleicht fehlen so ein bisschen die Acts, die Festivaltouristen, Massen ziehen, das Partypublikum sozusagen. Mhm. Aber dafür gibt es halt echt einige Perlen im härteren Bereich, die auch nicht oft in Deutschland sind und gegen dieses Headliner, sag mal, Quattro, kann man ja irgendwie auch nicht so richtig was sagen. Und deswegen liegt es wahrscheinlich echt so ein bisschen am Preis, weil das ist wirklich eine, wie du schon sagtest, magische Grenze. Und genau, die Verkaufszahlen von Rock am Ring, die legen sie auch relativ offen. Inwieweit die jetzt so genau so stimmen, ist dahingestellt. Zumindest in der letzten Mitteilung hieß es, dass 115.000 Karten verkauft sind für Ring und Park zusammen. Und wir haben dann mal versucht, so ein bisschen nachzuvollziehen, wie viele Leute gehen zum Park, wenn es ausverkauft ist, und wie viele zum Ring. Und dann haben wir beim Ring circa 87.000. Also das kann jetzt plus minus ein paar 1.000-2.000 sein. Das wissen wir jetzt natürlich nicht, wie da die genauen Kapazitätsgrenzen sind. Das waren jetzt die Zahlen vom letzten Jahr. Und beim Park haben wir dann 66.000. Was daran liegt, dass der Park noch Tageskarten anbietet, auch schon in den letzten Jahren. Und die sind jetzt in den 66.000 noch nicht mitgezählt.
Genau, also wir hatten einen Artikel von der Welt jetzt eben gerade rausgesucht und da stand eben drin, es wären insgesamt 80.000 da gewesen, wovon halt 14.000 Tageskartenbesucher gewesen sind. Genau. Also macht dann summa summarum, wenn man die Tageskarte komplett ausklammert vom Park und Ring, wenn man 66.000 Parkzuschauer und 87.000 Ringzuschauer nimmt, dass insgesamt immer noch 38.000 Tickets abgesetzt werden müssen, komplett ohne Tageskarten jetzt. Ja. Was jetzt, wenn man bedenkt, dass das Festival in, sagen wir mal, 2 Monaten und einer Woche stattfindet, eine heftige Hausnummer ist, weil wir sind mittlerweile wahrscheinlich auf der höchsten Preisstufe und es kommt auch kein Act mehr. Und ja, also selbst die Muse-Bestätigung, die ja auch, finde ich, überraschend kam, hat jetzt auch nicht mehr dafür gesorgt, dass plötzlich 50.000 Leute sich noch Karten gekauft haben. Nee, das waren voll wenig Karten, die seitdem gestiegen sind. Also seit der Ankündigung davor und nach Muse. Gemessen daran, was da kam. Genau, so. Das waren unter 10.000 auf jeden Fall. Wo man damit rechnen kann, dass es noch geschönt war, weil es war nämlich erst knapp. Und dann, also es waren auch ungenaue Angaben, die der Ring da gemacht hat. Das war jetzt nicht, wir haben so und so viel verkauft, sondern wir haben knapp so und so viel verkauft, wo man dann ja auch immer noch damit rechnen kann, dass dann auch noch einiges geschönt ist. Und genau, nach unserer Rechnung blieben 38.000 Karten ungefähr übrig. Ja. Also ich habe das Selbstverständnis von Rock am Ring wäre, dass der Ausverkauf da wäre mittlerweile. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Sache, glaube ich. Ja, ich bin mal voll gespannt, wie diese Tageskartensituation sich allgemein auswirkt, weil ich war noch nie auf einem Festival, wo Tageskarten verkauft worden sind. Und, doch, Kosmonaut, aber das war so ein kleines Festival. Ja. Also wie es auf einem Major-Festival sich so gestaltet und wie das so für die Stimmung ist. Und also wenn die mir jetzt erzählen wollen, zu vermuten, dass sie ausverkauft sind, dann, also einen Tag vorher. Lügenpresse. Dann glaube ich das beim besten Willen nicht. Nee. Und ich bin mal gespannt, wie das dann passiert. Also wird es jetzt aber mal leer aussehen? Oder ich meine, dadurch, dass die Center eh sehr schlauchig ist, sieht man es wahrscheinlich überhaupt nicht. Selbst wenn da 20.000 Leute fehlen, das wird keiner sehen. Aber bin ich sehr auf die Erfahrungsberichte gespannt, ob alle dann so sagen, oh, hier Campingplatz, geil, wir haben hier Platz ohne Ende. Und oder ob sie auch vielleicht einfach sagen, ja gut, keine Ahnung, dann machen wir den Campingplatz hier gar nicht auf. Und ich glaube voll, dass es eher so wird. Die Camping-Situation war jetzt eh schon so, also die Camping-Situation wird so oder so schon richtig brisant sein. Und dass am Ende die Leute sagen, boah, mit einem Ausverkauf glauben wir nicht, also hätten wir uns gar nicht vorstellen können, wie das funktionieren soll. Ich glaube, es ist eher so wird. Weil jetzt ja durch diese ganzen Camping-Kategorien ja auch dieser General-Platz so eingeschränkt ist. Dann haben wir noch die Mittwochsanreise und so weiter. Dann wird ja grundsätzlich sowieso unterschätzt, wie viel Platz manche Menschen halt brauchen. Und die Fetten. Mit ihren Riesenpavillons. Nee. Und ich glaube eher, dass es durch diese Kategorien sowieso schon eine heikle Camping-Situation geben wird, die dann eventuell ein bisschen entspannt wird dadurch, dass es nicht ausverkauft sein wird. Aber ich glaube, die Leute werden sich denken so, oh, ausverkauft, das wäre echt unangenehm gewesen. So. Und ich gehe halt davon aus, dass es für eine, jetzt in Anführungszeichen, für eine Handvoll Leute ist das geil, dass es Tageskarten gibt am Ring. Vom Park wollen wir jetzt gar nicht reden, weil da gab es die ja schon immer, da hat das auch seine Legitimation, aber ich glaube, für die Masse ist das nichts. Ja, ich bin mal gespannt. Also du bist natürlich auch mit Tageskarten immer an die Region halt auch gebunden, weil genau, niemand kommt, fährt 300, also vielleicht jemand, aber 300 Kilometer, um jetzt irgendwie halt einen Eckern zu gucken, also oder wegen Fußball, ja doch. Schon, aber weniger. Ja, das war richtig holprig jetzt von mir. Aber ja, aber ich glaube halt, bei Rock im Park, klar, das ist halt mitten in der Stadt und du kommst halt da easy hin, von A nach B. Kannst dir einfach ein Airbnb nehmen, genau, Hotelzimmer, kein Ding. Oder in der generell auch ein bisschen auf den Dörfern drum liegend. Aber jetzt Rock am Ring hat ja auch den Shuttle-Service jetzt erweitert. Jetzt muss ich aus dem Kopf, ich meine, es wäre Köln, Koblenz und noch eine Stadt gewesen. Bonn? Bonn, genau, die jetzt auch mit Shuttlebussen für Hin- und Rückfahrt angefahren werden, was ja auch neu ist. Weil einfach da an den Nürburgring kommst du halt nicht einfach so. Der ist ja schon abgelegen, weil niemand baut halt eine Rennstrecke, also außer Monaco, eine Rennstrecke mitten in die Stadt. ja, deswegen, ich bin gespannt. Also das ist ja sehr auf die Region begrenzt. Wir haben jetzt den Luxus, dass wir es machen könnten, wenn wir wollen würden. Genau, und selbst wenn man halt nicht auf die Öffentlichen angewiesen ist, sondern einfach mit dem Auto anreisen möchte, dann
ist es natürlich möglich und Tagesparkplätze sind auch gegeben, aber da kommen wir dann halt auch wieder auf den Preis zu sprechen, denn das Ganze ist auch ein bisschen happig. Denn wir haben Preise beim Parken. Wir haben Preise. Denn für einen Tag quasi oder einen Abend muss man als Tagesbesucher mit um die 20 Euro rechnen. Und für ein 3-Tages-Parkticket, also warum man auch immer das kaufen sollte als Tagesbesucher, ist dahingestellt, zahlt man 64 Euro sind es, meine ich. Wo man dann halt überlegen muss, weil ein Campingticket günstiger wäre, wo ja auch ein Parken drin wäre. Also für die Leute, die 3 Tage anreisen und nicht campen wollen, holt euch trotzdem ein Campingticket, weil damit könnt ihr auch parken. Ja, auf jeden Fall muss man sich überlegen, das ist ja noch 20 Euro auf diese um die 100 Euro für die Tageskarte war das, ne? Mhm, genau. Also 95 meine ich der Freitag und 99 bzw. 100. Genau. Für den Samstag. Wenn man sich dann mal das Verhältnis ausrechnet, dass da 20 Euro nur fürs Parken ist und die meisten Leute, die dorthin fahren, werden höchstwahrscheinlich mit dem Auto kommen, weil es ist dann mitten in der Eifel. Mhm. Ist das schon natürlich echt ein ganz schöner Brocken irgendwie. Man muss halt echt alles einzeln kaufen. Man braucht schon vorher ein Parkticket, kann da nicht irgendwie hinfahren und dann irgendwie mal 5 Euro in der Hand drücken und dann ist gut. Ja, ist dann halt auch die Frage, ob das halt Leute auch abschreckt, weil im Endeffekt sind es halt 20 Euro drauf. Dann hast du halt mal jemand schon 99 Euro, 120 und das ist schon, finde ich, ein Packen. Kannst ja auch wieder auf fast schon das Open Flair oder Rocco, das ist wahrscheinlich einfach gut. Gut, du kannst es mit deinen Mitfahrern teilen, das stimmt natürlich, ja, gut, aber schon. Ja, es ist auf jeden Fall, finde ich, eindeutig überteuert und ja, die Parksituation ist auch ist halt nicht nur für die Tagesbesucher heikel, sondern auch für die Leute, die einfach nur ein 3-Tages-Ticket gekauft haben ohne Camping, weil das ist jetzt ja auch getrennt. Mhm. Und denen wurde zunächst gesagt, da möchte ich auch mal drauf eingehen, dass das Parken gegen eine Gebühr möglich ist, was natürlich logisch und normal ist. Aber gegen eine Gebühr klingt halt nicht wie 64 Euro für das Wochenende. So ein Zehner oder so. Sondern eher, genau, wie ich gerade meinte, so ich drücke mal jemanden irgendwie einen Fünfer in der Hand und dann ist das gut. Und genau diese Parktickets gab es vor diesen Tagestickets gar nicht. Also sie wurden gar nicht angeboten bei Eventim oder wo auch immer. Das heißt, die Leute, die sich halt schon diese 3-Tagestickets gekauft hatten und nicht vorhatten zu campen, die wussten gar nicht, dass es so einen hohen Preisanstieg beim Parken gibt. Und jetzt nur mit diesen Tagestickets wurde das jetzt halt eingeführt, dass es so teuer wird. Und jetzt müssen halt die Leute, die halt nicht campen wollen, zusehen, dass sie sich diese Parktickets kaufen und haben halt keine andere Wahl, als diesen hohen Preis zu zahlen oder versuchen, irgendwo schwarz zu parken, was natürlich auch immer ein bisschen schwierig ist. Mhm. Ich habe gehört, es gibt da so Tricks und Orte, wo man das immer machen kann, aber es ist ja auch mal die Frage, ob was frei ist und so weiter. Und ja, finde ich schon krass irgendwie, dass dann quasi unangekündigt, in Anführungszeichen, 64 Euro da drauf kommen. Für die Leute, wo man halt vorher nur von einer kleinen Parkgebühr gesprochen hat. Das ist für mich keine kleine Parkgebühr mehr. Ja, es schlägt halt ein bisschen so in die Kerbe generell. Thema versteckte Preiserhöhungen, was wir noch, was wir ansprechen wollten. Was man auch sagen muss, was vor allem vielleicht im ersten Augenblick gar nicht auffällt, aber Thema Müllpfand ist mir eigentlich mittlerweile total gewöhnt, dass es einfach normal ist. Du gehst zum Ring oder zum Hurricane und wahrscheinlich auch auf anderen kleinen Festivals. Cosmonaut gab es auch letztes Jahr. Du sammelst Müll, optimalerweise deinen, wenn du Lust hast, auf den von anderen, und bringst ihn zu einer Sammelstation, weil da muss das niemand anders machen und es ist ja generell auch umweltfreundlicher und kriegst irgendwas dafür. Bei Cosmonaut kannst du die Tombola greifen und eine Freikarte gewinnen oder halt einfach Klassiker, Rock am Ring oder Hurricane, du kriegst einen Zehner zurück. Ja. Musst du nicht machen, aber es ist halt nett. Du kriegst halt 10 Euro zurück von denen, früher, keine Ahnung, 180 Euro, die es waren, und hast ein bisschen, erfreust dich halt, und an sich ist ja Müllsammeln jetzt auch kein Akt. Gibt's aber gar nicht mehr. Ist immer weg. Genau. Das heißt, im Endeffekt ist das Ticket einfach in der Hinsicht schon mal 10 Euro teurer geworden. Weil wenn du das halt immer gemacht hast und immer mit eingerechnet hast, dann konntest du immer rechnen, okay, das Ticket kostet 180 Euro, aber eigentlich nur 170, weil ich gebe ja den Müllpfand ab. So. Oder du rechnest dir, das Ticket kostet 180 Euro und ich habe 2 Freibier. Zum Beispiel. Auf dem Gelände. Zum Beispiel, ja. Ja. Und noch dazu kommt auch das Thema Caravan-Camping, wo auch früher die Gebühr pro Fahrzeug erhoben wurde und jetzt absurderweise pro Person. Ja. Was auch seltsam ist, weil man ja nicht, also ob jetzt in diesem Caravan 2 Personen sitzen oder 20, ist mir auch egal, weil die nehmen ja nicht mehr Platz weg. Also schon, aber
Ja. Bei 20 schon, aber ob das jetzt 2 oder 3 sind, ist das scheißegal. Mhm. Genau, das ist ja, man bezahlt ja auch nicht, also es ist ja wie, als würde man Leuten größere Campingflächenpreise abziehen, nur weil die dann irgendwie... Ja, ob jemand jetzt in einem Zelt schläft... Oder in zwei, also genau. Mit einer Person in einem Zelt oder mit zwei oder mit drei, das kontrolliert ja auch keiner. Schlafen sie zusammen in einem Zelt? Ja. Ja, das sind halt alles so versteckte Dinge irgendwie, die, glaube ich, auch nur... Gut, das mit dem Caravan muss man, damit muss man sich ist auseinandersetzen. Ja. Das ist ja auch nur eine kleine Gruppe von Menschen, was es nicht besser macht. Aber zum Beispiel das mit der Müllpfandsache oder mit dem Parken, das sind Sachen, da beschäftigen sich der Otto-Normalverbraucher gar nicht großartig wahrscheinlich mit vorher. Oder du denkst, es ist so wie immer, weil du genau, es einfach kennst. Ja, ja, und dann. Und dann kommst du halt da hin und dann merkst du so, oh, also ich habe das jetzt halt auch schon im Forum gelesen, dass jemand erzählt hat, ein Kumpel hat sich eine 3-Tages-Karte gekauft und wollte nicht campen und dachte sich, er fährt dann halt einfach dahin mit seinem Auto und stellt das halt ab für einen kleinen Obolus sozusagen. Und ohne seinen Kumpel, der im Forum halt aktiv ist, hätte er gar nicht erfahren, dass es überhaupt diese Parktickets gibt. Das heißt, also ich gehe davon aus, weil man muss halt auch immer mit dem Unwissen der Leute rechnen, dass es dann halt vor Ort so sein wird, dass da halt zig Leute stehen werden, die keine Parktickets haben, die aber parken wollen, weil sie halt Tages- oder ein Wochenendticket haben. Und halt sich einfach nicht genug damit beschäftigt haben, weil es halt 15.000 Ticketkategorien gibt. Also allein, wenn man jetzt mal auf Eventum geht, wie viele Kategorien und Sachen es da gibt, die man kaufen kann. Und dass man da halt dann noch... Natürlich sollte man irgendwie verlangen können von jedem, dass er sich informiert und durchsteigt und so. Aber ich meine, man kennt ja die Menschen. Und also ist es jetzt... Ja, aber... So, es beschäftigt sich halt nicht jeder so intensiv mit dieser Sache, wie es halt manche Menschen im Forum oder wir oder was weiß ich wer tut. Ja, und ansonsten kann man vielleicht noch sagen, dass so ein allgemein interessanter Aspekt vom Camping ist, dass die Green Campingfläche jetzt auch vergrößert wurde. Das heißt ja auch, dass die General Campingfläche verkleinert wurde in dem Zusammenhang. Wobei natürlich Green jetzt auch im weitesten Sinne natürlich auch General Camping ist, weil es ja keinen Aufpreis kostet. Aber da wurde jetzt auch nochmal ein bisschen was geändert. Ja, da muss man sich am besten mal die Grafik so angucken, können wir euch auch gerne verlinken, wenn es den Plan schon, wie der aktuelle Plan jetzt aussieht. Ja, genau. Keine extra Kosten, aber auch wieder ein Punkt mehr, wo man sich überlegen muss, wo möchte ich denn eigentlich hin von diesen 5, 6, 7 Kategorien. Ja, war ja schon ein bisschen vorher meine Diskussion, dass der Green-Platz relativ klein ist im Vergleich zu den Vorjahren. Also vielleicht war es schon von vornherein so in Anführungszeichen geplant, dass man das halt im Zweifel vergrößern könnte, aber ja, bedeutet dann natürlich auch wieder Platzverlust für die normalen Camper. Und ich glaube auch eventuell, dass sich ein paar Leute ärgern, weil das, glaube ich, bei den D-Plätzen passiert ist, die auch mehr so ein Traditionsplatz sind, wo Leute halt gern mal sind und immer sind. Und ja, die sind jetzt halt in Anführungszeichen zu für die normalen Leute. Jetzt hat man natürlich im Ring, glaube ich, mehr als bei anderen Festivals, dass Leute diese Stammplatz-Ding haben. Ich habe gerade, wenn die jetzt nach 2 Jahren wieder zurück zum Ring kommen, sind die Leute auch noch mehr hyped zu sagen, oh, ich will unbedingt wieder den gleichen Platz wie früher, weil damals waren wir ja 5-mal in Folge bei dem und dem Campingplatz. Ja. Und mit der dann plötzlich 50 Euro mehr kostet, weil es Rock'n'Roll ist oder durch Green blockiert wird, gibt es zwischen Leute, die das blöd finden. Ja, muss man dann halt so sehen. Ja, das hatte ich eigentlich, finde, für Green Camping andere Plätze irgendwie umzudingsen, ist in Ordnung, um Aufpreise zu erhöhen, damit man eine Steckdose mehr hat, finde ich es nicht so geil. Thema Rock'n'Roll und was es da noch alles drüber gibt. Ja, ich finde es witzig, wir sind schon wieder hier Rock am Rant. wir kritisieren immer so viel über Rock am Ring dieses Jahr. Aber es gibt auch viel zu kritisieren. Ja. Sie machen es einem nicht leicht. Sie haben ein gutes Line-Up und haben sehr viel drumherum verdorben. Ja, dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Genau, wir haben nämlich die ersten Merch-Sneak Peeks bekommen. Oder kann man sogar schon kaufen, glaube ich, die T-Shirts. Das Shirt kann man kaufen. Genau. Wir reden nämlich von einem Shirt, wo drauf steht RR in dieser Gaffer-nachgemachten Schrift sozusagen, vorne drauf mit der Jahreszahl noch 2018 und hinten dann scheiß Tribüne. Kann man witzig finden. Kann man witzig finden, muss man aber nicht. Ist natürlich alles Geschmackssache. Irgendwie, da will ich jetzt auch keinem sagen, du darfst es nicht witzig finden und so. Aber vom Veranstalter selbst ist das ein bisschen eine
kontroverse Entscheidung, sowas aufs T-Shirt zu drucken? Ja, es sieht so fanmade aus irgendwie. Also die Idee auch ist so. Ja, aber das finde ich gar nicht das Schlimme, weil das, also ich finde das Design, also ich würde es nicht tragen, ich finde es jetzt auch nicht ansprechend oder so, aber ich kann verstehen, wenn Leute das cool finden, weil das eben dieses Design ist so Auto-Heckscheiben-mäßig abgeklebt. Ja, und der Spruch an sich ist natürlich auch Classic Rock am Ring, weil diese scheiß Tribünen, den gibt es natürlich auch nur in dem Ring. Genau. Ja, natürlich, in der Hinsicht natürlich ist halt so voll das Trademark irgendwie. Und deswegen, so aus kaufmännischer Sicht, verstehe ich vielleicht auch, warum sie das gemacht haben. Und ich weiß auch ganz genau, dass es halt Leute cool finden und dann halt auch kaufen. Aber irgendwie ist es halt auch einfach ein bisschen widersprüchlich, weil Rock am Ring auf der einen Seite versucht, irgendwelche VIP-Tickets loszuwerden, zig Sponsoren hat und Prominente einlädt auf ihre Tribüne und dann gleichzeitig mit dem Merch, was sie selbst rausbringen, diese Menschen beschimpft. So. Ja. Das ist halt, weiß ich nicht, ob das sein muss. Irgendwie, also so als lustiger Spruch, wenn das halt Zuschauer machen, soll jeder machen, wie er will, aber das dann halt von gleicher Seite zu machen, wie die Leute, also von gleicher Seite zu machen, vom Organisator, der die Leute halt auch da hochschickt und sagt, stellt euch auf diese Tribüne, die ist toll, da habt ihr die beste Sicht und dann auch bewirbt online. Mhm. Ja, von der Tribüne habt ihr die perfekte Sicht auf die Vulcano Station, das ist alles so toll und dann gleichzeitig dann zu verkaufen, scheiß Tribüne. Ja, kann man machen, muss man nicht. Ja, genau, das wollten wir auch nochmal kurz anmerken, dass es da Neuigkeiten gibt an der Merch-Front. Die Merch-Front, genau. Checkt jetzt den privaten Club. Ja, kauft. Nee, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, was es da noch an Merch gibt, weil ich finde, in den letzten Jahren war das alles nicht mehr so hübsch. Es gab mal echt schöne Sachen, fand ich, beim Ring. In den letzten Jahren waren die alle sehr austauschbar. Das ist auch, glaube ich, echt blöd, dass sie diesen die Rechte auch verloren haben. Das eine Jahr wurde dann einfach nur Home of Rock'n'Roll oder was stand? Ja. Irgendwie sowas. War halt, ja. Also klar, was sollen sie machen? Irgendwas müssen sie verkaufen. Aber es war auch so ein bisschen so, ja, ich war dann da und dachte mir, an sich hätte ich gern ein cooles Shirt, aber irgendwie, wenn Rock am Ring gar nicht draufsteht, und jetzt gehe ich mal davon aus, dass Leute vielleicht gar nicht wissen, was gemeint ist. Mhm. Ja. 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 Merchandise. An sich jetzt nicht unsere Kernkompetenz, aber wir wollen es mal erwähnt haben, weil dieses explizite, widersprüchliche Verhalten zu diesem ganzen Preisthema irgendwie passt und Cash Grab, die Kau melken, solange es geht. Genau. Ja, da wären wir eigentlich. Eigentlich sind wir am Ende, ne? Eigentlich sind wir am Ende. Wir haben abgehakt, was wir abhacken wollten. Ja, das war ein kurzer Überblick. Rock am Ring Update, März. Ich glaube, das nächste Thema Rock am Ring haben wir erst dann zur wahrscheinlich letzten Bandwelle. Timetable. Also der wirkliche, richtige, originale, approved Timetable. Ja. Das Hurricane schickt sich, glaube ich, auch bald an mit neuen Bands. Ich glaube, das werden wir auch bald hören. Ja, entweder jetzt unmittelbar vor Ostern, ich hoffe, die Folge kommt vorher raus, oder direkt nach Ostern, vermutlich ist da soweit. Ja, lässt zumindest alles drauf schließen. Ja, da haben auch schon Hinweise gepostet auf Twitter, dass da soon etwas kommt. Und ja, da werden wir uns auf jeden Fall zu wieder hören. Wie gesagt, wir haben noch eine andere Folge in Planung. Wer mehr über den Paris-Gig in Luxemburg wissen möchte, sollte da auch wieder einschalten. ja, wir haben... Genau, und ansonsten haben wir noch auf der Social-Media-Front ein paar Neuigkeiten. Stimmt, unser Instagram-Account ist wieder am Leben. Also wir haben ihn mal angefangen und dann irgendwie ist es uns wieder entglitten. Aber er ist wieder da. Genau, wir posten da Konzertfotos, Festivalfotos. Also jetzt außerhalb der Festivalsaison gehen wir natürlich auch noch fleißig auf Konzerte. Das heißt, da könnten wir euch auch immer up-to-date halten, wenn ihr das denn möchtet. Wir kündigen auch an, wann wir Folgen machen und nehmen euch da so ein bisschen mit in diese Vorproduktion. Genau, Link ist in der Infobox. Nee, und wir heißen da Headliner-Festival-Podcast. Genau. Genau, wenn ihr Bock habt, folgt da. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber dann, wir freuen uns. Genau. Genau, und bis dahin würde ich sagen, wir hören uns wahrscheinlich zum Hurricane oder zu der Special Festival Konzert Experience Folge von uns, die da. Wir verraten noch nichts. Spannung steigt. Die Spannung steigt. Nein, wir wollen ein bisschen über unsere bisherigen Konzerterlebnisse unseres Lebens sprechen. Genau. Genau, aber dazu mehr, wenn es soweit ist. Aber bis dahin, macht euch eine gute Zeit und vielleicht liegt ja noch ein Rock am Ring-Card im Osternest. Das wäre natürlich edel. Naja, also, macht's gut. Bis dann.